So, herzlich willkommen zurück. Wir sind hier immer noch in der Männer-WG unterwegs. Wollen wir hier mal einen Fisch kaufen? Ich habe gerade gesehen, die haben hier ein Aquarium stehen. Ein Guppi, der kostet uns nicht so viel. Ja. So, hier mal eine kurze Pinkelpause und dann geht's hier weiter ran an den Speck. Nicht an den Speck, an den anderen Speck. Den Speck, der schon wieder ein Buch liest. Ich glaub's nicht. Warum ist sie beschämt? Unbehagliche Begegnung wegen Sozialkontakt. Okay. Aber es ist schon wieder weg. So, hier. Das muss doch hier jetzt mal ein bisschen vorwärts gehen, oder? Wie wäre es, wenn sie sich mal verabreden? Oh ja, das nimmt genau die richtigen Bahnen an. Oh, und Alexis wurde befördert. Perfekt. Das gucken wir uns aber nachher an. Das ist jetzt erstmal... Wechseln wir jetzt wieder zu Alexis rüber? Ach nee, wir wollten ja... Ach ja... Kann ich hier wechseln? Ja! Hey, das ist ja mal cool. Da könnten sie hier doch mal ein Schlangennest in diese Bar gehen. Ich meine, Kathy hat ja nun mittlerweile auch ein bisschen Hunger, da bietet sich das doch eigentlich an. Das finde ich cool, dass man zwischen Willow Creek und Oasis Springs so ohne weiteres hin und her reisen kann. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist echt mal cool. Und grüner Plumbob. Ach, wir sind da. Gesellschaftsereignisse. Deine Nachbarn sind gekommen, um dich in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Na, das kam ja früh. Ja. Ach so, hier. Hauptziel mit Verabredung Kontakt knüpfen. Beide Sims gleichzeitig kokett sein lassen, sitzen und mit Verabredung sprechen. Na dann. Eieiei. Entschuldigung. Warte mal, hier. Ich kann auch mal ein bisschen vor ihm posieren. Also sie ist auf jeden Fall schon mal kokett drauf. Oh. Also ihm gefällt auf jeden Fall... Oh. Hi, hi. Wir müssen Jerry auch noch irgendwie in kokette Stimmung kriegen. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das? Anmachspruch? Wir gehen jetzt hier mal richtig offensiv ran. Ein Handkuss ist ja eigentlich eher die Aufgabe von... vom Kerl, aber das kann ja auch mal Casey übernehmen, oder? Okay, das haben wir schon erreicht. Oh. Dann versuchen wir hier... Und? Oh. Ja, perfekt hier. Leidenschaftlich küssen. Okay, erstmal noch mal ein bisschen knuddeln hier. Ja, alles mitten auf der Straße ist ja eigentlich hier auch. Weil sie will ja keinen Freund. Also machen wir das jetzt hier mal nicht. Aber wir haben ihn hier auf jeden Fall schon ordentlich heiß gekriegt. Aber jetzt ist eigentlich ja auch mal der richtige Zeitpunkt, um sich hinzusetzen und mal eine Kleinigkeit zu essen oder zu trinken.
Wie, sie will doch jemanden bitten, eine feste Beziehung einzugehen? Ja komm, dann ran an den Speck. Wie, jetzt geht's nicht? Stopp, wo willst du hin? Ah, rein. Oh, die Bar ist aber cool. Das hier ist ein guter Ort, um Leute kennenzulernen. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. So, hier, setz dich auch hin. So. Wo will er denn hin? Warum rennt er uns denn hier die ganze Zeit weg? Das gibt es doch nicht. Jetzt weicht er mir hier aus. Oh je. Hier leidet gerade wirklich, hier leidet absolut der Spaß gerade drunter. Wow, also das ist doch schon eine super gute Verabredung hier. Jetzt ist nur noch die Frage... Oh, jetzt hat sie ja eine Rose bekommen. Bitten, Freund zu sein, genau. Es wundert mich jetzt, dass sie diesen Wunsch hat, aber wenn sie ihn hat... Oh, oh Gott, wie süß. Oh la la la. Heiratsantrag? Nein. Hilfe. Das ist ja für Casey nur absolut das Falsche. Aber ich habe gerade hier einen Schelm, der Böses dabei denkt. Okay. Habe ich keine Möglichkeiten? Witzel mit der Verabredung. Hilfe, was machen hier für Geräusche? Was geht denn hier ab? Leidenschaftlich küssen, was muss ich dafür machen? Ja, ist erstmal was. Chips. Leidenschaftlich küssen. Stell die Chips weg. Stell die Chips weg. Jetzt stell schon die Chips weg. Geh hin. Geh hin. Nutz die Chance. Wenn das jetzt gleich nicht mehr geht. Ach Mann. Nur weil der blöde Hendrik Hermanns da sitzt. Ach. Super. Der lacht sich da mit den anderen einen ab. Und was ist mit ihr? Es geht das wieder nicht. Immer wenn er gerade... Jetzt. Wow. Also wenn das mal kein geniales Date geworden ist. Okay, Witz. Lustige Geschichte. Und schmutzigen Witz. Okay. Haben die es jetzt alle mitbekommen oder warum lachen die gerade und sind so gut drauf?
Also die beiden hier, die scheinen auch interessiert zu sein. Die haben gerade doch sehr neugierig zu ihr rübergeschaut. Hier, witzeln. Witzeln. Ich will hier alles. Ich will alles abschließen. Ich will das perfekte Date für Casey. Sorbete. Shupaza Essenoi. Frimpisha. Quaba. Oh je. Skuma Clonde. Jessene Clonkus. Lumbe Clonkus Essenoi. Wie sie sich gegenseitig anfunkeln. Whoopsala. Wo ist Casey hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo haut sie denn immer hin ab? Sehr kokett. Ach, da hockt sie gerade. Oh ja, sie ist richtig in Flirtstimmung, die Gute. Ja, aber die Verabredung hier war definitiv Medaille halten, Gold. Das war auf jeden Fall ein gelungenes Date. Und damit, mit dem Ende dieser Verabredung, beenden wir auch die Folge. Ich bin sehr gespannt, wie das hier mit Casey und Jerry weitergeht. Ob meine kleinen Anhaltsversuche hier noch Früchte tragen. Und ich bin auch gespannt, ob Alexis bald mal ihren Mr. Right kennenlernt. Sie ist ja momentan noch eher zurückgezogen und im Haus unterwegs. Während Casey hier schon richtig viele Leute kennengelernt hat. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss, ihr Lieben.